Ich hoffe, ich bin gut im Bild. Da sind wir wieder mit der nächsten Probe. Und heute haben wir im Endeffekt das, was wir im letzten Mal mit dem Adrian gemacht haben. Und zwar Part für Part am Bass geguckt, was wir da machen. Heute haben wir uns fast ausschließlich mit dem Schlagzeug befasst. Was spiele ich in den ganzen Parts, die wir so haben? Was? Also, weißt du, ich und Arte dann versuchen hier als Akustikliebhaber eine angenehme Stimmung zu kreieren, weißt du? Und was muss man hier erleben? Nur Mord und Totschlag im Proberaum. Natürlich angefangen beim Verse, das hatten wir in der letzten Probe schon angefangen mit dem auf den Shaker hauen und so. Words that fill the media of terror everywhere. Danach kommt dieses, wie nennen wir es so schön? HGG mit KGA. KGA, danke. Was nehmen wir jetzt dann dafür im HGG? HGG. Was HGG? Im harmonischen Gezupfe, Gelumpe, Gezupfe, wie auch immer. Ich biete dir mal was an. So. Also kennst nur so, nur so noch mal? Wirklich nur so zwischendurch so. Irgendwie ja, sowas. So. Gluang. Klug gesetzten. Ja. 18. Wo hast du es? KGA. KGA. KGA im HGG-Teil. Das ist der Part, wo der Nico noch am meisten Action gibt. Da darf der Nico dann ein bisschen schneller spielen und wollte dann sogar noch ein bisschen mehr und ein bisschen, aber da hat der Dennis ihn nicht gelassen. Da war ich ein bisschen zu experimentierfreudig für den Dennis. Da habe ich ein paar Sachen ausprobiert, die ihm gar nicht gefallen haben. Eins möchte ich aber noch mal... Jetzt möchte ich zum Beispiel hier auch die Bassdrum, die fehlt, die muss dann. Und zwar manchmal finde ich diese Zwischendinge, die sind irgendwie, weiß ich nicht, too much. Ja, normalerweise, wenn wir das spielen, was wir sonst spielen, da heißt es immer. Und bei so einer Akustik, da kann man viel mehr experimentieren, was den Klang angeht. Da hatten wir auch so einen geilen. Da Nico mal kurz die Turntables rausgeholt und ein bisschen das Mic gedroppt. Remix! DJ Nico an the Turntables, yo. Dann geht's in den zweiten Verse, der sich ein bisschen unterscheidet von dem ersten, in dem der Nico da noch ein bisschen Bassdrum tritt. Da habe ich dann durchgesetzt, dass er da mal ein bisschen Bassdrum-Einsatz bringen darf. Man hat mich gelassen, das durchsetzen zu dürfen. Da komme ich natürlich jetzt wieder bei Bassdrum. Lass dich für die zweiten Verse aufheben. Ah, gut. Dun, dun, dun. Ja, das passt für dich, aber wenn ich meinen Beat spiele, ist das und dann müssen wir das anders machen. Dun, dun, dun. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, wir probieren nochmal was. Ich gebe dir, was du willst, aber auf meine Art. Nico, weißt du, okay! Zu irgendwelchen abgespaceden Zählzeiten? Ist das jetzt immer auf die 1 gewesen, die Bassdrum? Ich glaube ja. Kannst du die mal auf die 4 spielen? Boah. Geht das? Nein. Koordinativ nicht möglich. Okay. System Error. Nico Access, not working. Nee, können wir mal probieren. Warte mal, wo sind die 4? Nach der 3 oder 1. Danke. Aus der hier habe ich was für den Verse Auswahltabelle. Hat der Nico ein Ding reingeschmuggelt, wo von Anfang an wusste, das will ich gar nicht für ein Verse benutzen. Als wir gesagt haben, hey, das klingt doch ganz cool, hat er gesagt, ja, ist mir doch egal, das spiele ich aber auf dem Chorus. Eins ist eigentlich besser für einen Chorus. Nur mal so zwischendurch reingedroppt. Das ist aber. Ja. Lass es uns doch mal mit einem Chorus uns anhören. Ein bisschen Bassdrum habe ich auch noch untergemogelt, aber das haben die anderen nicht wirklich mitbekommen. Ich muss das erst sagen. Und dann geht's in den Not the beginning. Und da habe ich mir so noch so ein schön gefühlvolles Lalalalalalala. So ganz, das muss man natürlich so ganz leicht machen. So ein
2, 3, 4. Teilweise sehr pikant. Was? Mit gratis scharfer Soße noch dazu, also die wollen, dass du richtig leidest. Puperzen glühen. Das schneide ich so zusammen, dass du sagst, ich gebe dir das, was du willst, aber so wie ich es will. Und dann Puperzen glühen. Ich gebe dir, was du willst, aber auf meine Art. Puperzen glühen. Okay, das schneide ich jetzt dahinter. Du kriegst, was du willst, aber auf meine Art. Rosetten brennen. Denn Scheiße, ich musste. Ich muss an die brennende Rosette nochmal denken. Dein Ernst! The damage is done, now it's too late, okay. Schön, dass ihr alle lachen könnt! Sorry. Der ist raus! Raus! Rein an, Variabilität, das ist kein Wort. Abwechslung hat dieser Song sehr, sehr viel zu bieten. Jo. Das war jetzt ein bisschen detaillierter. Gucken, was du jetzt benutzt, Dennis, wenn du dir das hier nochmal anguckst zu Hause beim Schneiden.